So Leute, weiter geht's. Mario, Odde, der Odde Odyssey. Ich bin noch ein bisschen kaputt vom letzten Mal, weil wir da das Koopa-Rennen gemacht haben, was echt Stress pur für mich war. Leck mir die Luzi. Aber egal, wir haben es geschafft. Ja? Jetzt können wir wieder entspannen, jetzt können wir wieder runterkommen. Hier vibriert's. Irgendwo. Ich glaube, es war nur das Viech. Ja, mir gehen ein bisschen die Ideen aus, tatsächlich für Monde. Also ich habe noch so ein, zwei in der Pipeline, von denen ich allerdings nicht so ganz weiß, wie ich sie bekommen soll. Aber mir fehlen halt auch noch lila Münzen, ne? Ich will fucking lila Münzen haben. Ist ja nicht irgendwas? Kann ich euch irgendwie eigentlich helfen oder so? Was? Ich glaube, der funktioniert nicht mehr lang. Voll brutal eigentlich. Naja, ja. Da ist ein Vogel. Ich glaube, es ist nicht der, den ich schon mal bekommen habe, oder? Immer diese knappe Sache. Der knappe Sprung, den ich nicht schaffe. Ah, warte mal. Da war gerade so ein lila Algen. Der sah aus, kurz aus wie eine Note. Das erinnert mich daran. War nicht eine Note irgendwo? Und da war... Oh. Ja, das haben wir auch noch. Ich glaube, irgendwo unter Wasser war mal eine Note. Ich erinnere mich dann was. Oha. Okay. Ich erinnere mich noch, gar kein Problem. Okay. Achso, klar, Bomben. Zack, boom. Aha. The question at this point for me is... Oh, guck mal, ich kann mich auch in den Sand rein bashen. Ihr wisst, was the question ist, ne? Wer ist der geheime Mond? Geheime Mond? Kann ich reden? Ich kann mir vorstellen, dass ich mich hier irgendwo hoch boosten muss. Okay, das ist wild. Ah, guck mal, da hinten ist auch was Schönes. Das sieht doch vielversprechend aus da. Ah, okay. Ich war. Aua! Oh nö. Ich verstehe, was ich tun muss, ja. Oh! Alter, instant! So will ich das. Geil. Peaks rollen kavum, ja. Okay, jetzt die Frage, was ich jetzt tun muss, weil offensichtlich, aua, muss ich da. Ach, die Rampe muss. Ah, okay. Die Rampe muss runterfahren. Ich bin übrigens so sicher auf dem Ding, finde ich ganz nett. Ah, guck mal an. Zack. Mist. Oh, oh. Sterbe gerade ein bisschen. Mach mal lieber alle kaputt, ich weiß nicht. Vielleicht kann ich auch jetzt schon rein. Ich hau mal lieber alle Steine weg. Ne, okay, fällt jetzt runter. Hallo. Ziel, Peaks und Kavum, ja. Das sind wunderschön. Ups, Entschuldigung. Das sind auf jeden Fall schöne Namen. Das kann man nicht abschreiben. Speichervorgang. So. Was jetzt? Wollen wir nach der Note suchen? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich da irgendwo eine Note letztes Mal im Wasser gesehen hatte. Da kannst du mir helfen. Mit dir. Macht auch alles gleich viel mehr Spaß. Da, guck mal, da ist er doch schon. Vielleicht habe ich sie auch schon, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Das ist ganz schön viel, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie ich das gerade tue. Aber doch. Sieht richtig aus. Juhu! Beautiful. Na ja, komm, schnapp ihn dir. Notenjagd im Meer, Notenjagd im Meer. Will mich ja irgendwie noch mal ein bisschen hier drin umgucken. Das war ein wilder Raum hier.
Keine Ahnung, da habe ich mich irgendwie gleich wohlgefühlt. Da war die Truhe, genau. Meine, wenn hier noch irgendwo Münzen sind, dann potenziell hier oder so. Oh, guck mal. Oh, habe ich schon, okay. Kann mich zwar nicht erinnern, hier mal gewesen sein, aber macht ja nichts. Das muss ja nichts heißen, ne? Hier unten noch irgendwas? Oh Gott, Hilfe. Bin ich tot. Könnte das was bedeuten? Muss ich irgendwas mit dem Aal machen vielleicht? Wenn er seine Beute gibt oder so? Oh, guck mal. Aha. Aha. Komm, du schaffst es, bevor du verreckst. Danke. Geilo, fehlen nur noch 6. Noch 6 Münzen. Aber ist vielleicht gar nicht so verkehrt, gerade mit dem Fisch hier mal lang zu fahren, ne? Da kriegt man einen guten Überblick auf jeden Fall. Muss man nämlich nicht ständig hier um Luftsorgen machen. Höchstens gerade nur um mein Leben. Ja, davon habe ich nicht mehr so viel. Aber, pff. Oh. Zweitrangig, würde ich sagen. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ich gucke trotzdem natürlich nochmal nach. Als würde sich das Ding da öffnen. Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, hier war ich. Hm. Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was ich tun muss mehr. Außer vielleicht die Kisten öffnen. Ach, den Mondsplitter sammeln war das, okay. Aber hier war ich schon. Alles gut. Warum habe ich gerade nicht die Luft nicht bekommen? Ich habe doch gerade Luft gesammelt eigentlich. Hey, herzliches Mario! Ach, danke. Ist der Eigen gerade runtergefallen? Ich glaube schon. So. Da gucken wir hinten nochmal. Hier um die Ecke waren wir aber. Genau. Ist ja denn hier so irgendwas Tolles Neues, aber ich glaube nicht. Weiter glitzert es da oben, ne? Da ist ja was Neues. Man kann es ja mal ausprobieren, ne? Ich glaube, ich sterbe auf dem Weg dahin nicht. Wäre ein bisschen schade, wenn ja. Ah, ne. Doch! Cool. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ach ja, ich wurde geheilt. Stimmt. Gut, dass ich hier nochmal war. Aber wenn ich geschadet. Ist das hier irgendwelche. Nee. Das sind nur optische Risse. Keine Hinweis, da sind lila Münzen hinter. Ich würde wissen, was oben ist, aber die Steine lassen mich nicht. Ich würde dich ja mitnehmen, aber. Ich glaube, der geht nicht. Das vibriert hier übrigens schon wieder ein bisschen. Ich glaube, es sind nur die Dinger, die vorbeifahren. Ich gehe mal nach oben da. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Aua. Ja, ich glaube, den Goomba, da haben wir schon mal befriedigt. Entdämmert da was. Autsch. Gut, ich meine, hier kann ich sowieso eigentlich mittlerweile doch deutlich schneller hin, ne? Ich kann hier außen rum. Hallo, Echo. Hallo, Otto. Nee, hier ist nicht so spannend auf jeden Fall. Da oben ist Captain Fickertoad, den ich mir ein bisschen ercheatet habe, glaube ich. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Gut. Wir können ja mal, die Liste öffnen. Ja, okay, es fehlen immer noch. Wobei, es geht eigentlich, ne? 16 Stück. Warte mal, erstmal können wir direkt von hier aus. Ja, 3 Monde sind hier angeblich noch. Ja, dann fahren wir doch da einfach mal direkt hin, oder? An die Orte. Ja, eigentlich habe ich ja gesagt, will ich das gar nicht mehr machen, weil man kann sich da eben mal nicht drauf verlassen, ob die da wirklich sind. Aber jetzt will ich es doch mal machen gerade. So, wo muss ich hin? Da so ungefähr. Ich fahre hier sowieso noch gar nicht unten, oder? Das ist mir gerade sehr neu, das Gebiet, ja. Hab den Mond auch schon gefunden, glaube ich. Ach, das sind die Swings, guck mal. Gibt es in jeder Welt eine Swings?
Ich hoffe nicht, weil ich habe irgendwie gefühlt echt noch so viele nicht gefunden. Achso, das ist ein Lümmel hier. Ein Lümmel, den ich zum, ne? Ihr wisst schon, was bringen muss. Steinregal. Aber cool. Ich habe irgendwie das Gebiet hier war ja noch gar nicht. Oh, und das letzte Samen. Geilo. Schön. Ist hier noch was? Hier habe ich angefangen bei dem Rennfohlen, ne? Das ist ja witzig. Okay. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Fragen zu beantworten? Woher, wie lautet der Name dieses Landes? Was? Das ist der Blubberstrand? Okay. wie kam jetzt gar kein Name davon bekannt vor? Achso, und ich soll die Swings vor auch mal nochmal ein zweites Mal ansprechen. Ich mach das mal, wenn ich hier fertig bin. Dim, 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 dim. Das Witzige ist, man könnte ja, glaube ich, sogar cheaten, ne? Warte mal. Wenn ich einfach hier... Blubberstrand. Da steht's. Also, das ist echt ein bisschen einfach. Das Beantworten der Fragen scheint ein Hobby von dir zu sein. Nun, lass uns sehen, wie es mit der nächsten ergeht. Wie viele von denen hat das Ungeheuer versiegelt? 4, ne? Hm, sehr wohl. Du bist ein beachteter Charakter. Okay. Der dritte dich weiterbringt. Als du einen roten Fisch geschabert hast, konntest du den Pilbeber töten und dadurch was tun? Oh. Schwimmen. Mist. War perfekt falsch. Okay, dann müssen wir ja angreifen, ne? Ja. Okay. Folgende Frage habe ich für eine Blubberbette aufgespart. Oh, gut zu. Ist hier ein Ort, der nur von dem betreten werden kann, der die richtige Kleidung trägt? Schwimmer kommen in die Piranha-Outfit. Urlauber-Outfit, ne? Genau. Richtig, aber. Du hast es wirklich gewusst? Schwimmsachen sind hier ganz normal. Der Pirat ist auch ganz cool. Selbst die Unterhosen. Moment. Das war du geraten, oder? Ein Zufallstreffer sozusagen. Du Glückspilz. Also, dann kommen wir endlich zum Schluss. Beantworte diese letzte Frage. Warum bin ich hier? Was? Dory? Achso, dem. Max Quizze. Ja! Was? Aber wie? Ich bin sprachlos. Bitteschön, nimm diesen Scherlich-Fort. Okay. Gut. Okay, kann man noch weitermachen? Nee, ne? Nee. Okay, da habe ich auf jeden Fall... Ja, das sind so Sachen, die man halt echt irgendwie, keine Ahnung, rausfinden muss, dass es geht. Und mehrmals ansprechen und so. Sind dann Sachen, die ich auf jeden Fall in den vergangenen Welten bald auch nochmal tun kann, ne? Nochmal ansprechen. Beziehungsweise, ja, eigentlich habe ich sie bisher nur einmal begegnet im Wüstenland, glaube ich, oder? Weiß nicht, gibt es in jeder Welt einen? Ich glaube nicht, oder? Weil das hätte ich ja wohl... Ich habe nur in der Wüste und auf dem Mond sonst bisher die Swings gefunden. Würde mich ein bisschen wundern, aber gut. Oh, Münzen. Moment, ich hole mal kurz... Wobei, nicht, ich hole die Luft. Ich gönne mir die jetzt schon. Haben ist haben. Haben ist haben. Mehr Raketen bedeutet mehr Raketen übrigens. Okay, ich glaube, ich werde jetzt richtig hart absaufen. Das ist sehr traurig, leider. Aber zumindest... Ah, ich wollte sagen, weiß ich, wo der Samen jetzt ist. Ey, echt, habe ich diese Schlucht hier irgendwie nie realisiert. Ich guck gleich mal da bei den Gängen, da wo der, wo wir das Rennen gemacht haben, ob da vielleicht noch lila Münzen sind. Es fehlen nur noch 3, ne? Scheiben! Kleister. Bitte, bitte, Bilbe. Okay, oh, ich bin wieder hier. So schön. Dio, 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 dio. Hier in einem von den Löchern ist bestimmt 17 Münzen drin. Hehe, oder auch nicht. Ach ne, da war ich schon. Da bin ich schon durchgeschwommen vorhin, ne? Dann kam ich nicht auf die Idee, mal weiter zu gucken. Bin auch ein Haufen. Naja. Aber ein liebenswürdiger Haufen. So. Dann mal zurück. Aber schön, dass wir endlich mal alle Samen gefunden haben. In der Wüste fehlt noch einer, ne? Glaube schon. Auch wenn ich die natürlich jetzt noch gerne ernten würde. Aber dafür müssen wir leider warten. Naja, haben wir wenigstens was für später noch, ne?
So. Bitteschön, Volltreffer. Da gibt es eine Belohnung, weil ich ja alle dann gefunden habe. Hey. Hey. So, was haben wir denn noch so Schönes? Hier haben wir noch zwei. Ja, dann gönnen wir uns nochmal. Frag mich, ob ich mit dem Vieh noch irgendwo... Natürlich kann ich mit dem Vieh wo lang fliegen, Leute. Hier hin. Okay. Mann, das ist so zum Kotzen, Mann. Ich hasse die Story. Ich kann die nicht. Oh. Ja, auf jeden Fall ein dämlicher Mond. Ich will den haben. Kann er wohl nicht angehen. So, ist er jetzt. Wo ist er jetzt? Er ist irgendwo anders, oder? Ach nee, doch nicht. Okay. Vielleicht soll ich ein bisschen warten, bis ich mehr... Ja! Danke. Du bist dich, Dory. Plessy. Für mich wird es immer Plessy bleiben. So, vielleicht war das auch einer der Monde. Nein, war es nicht. Okay. Egal. Okay. Warte mal, ich glaube... Ja, ich glaube, es ist das da, oder? Hier drin, quasi. Oder? Ich weiß es nicht. Ist das der Mond da drin? Weil ich glaube, da war ja nur einer drin, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Aber wo soll da denn noch ein zweiter Mond sein? Like, what the fuck? Hm, vorbei? Irgendwie hier so. Ah, doch, hier vibriert es ein bisschen. Aha. Ich habe eigentlich... Hallo? Danke. Mach doch die Arschbombe. So, und dann noch einmal hier. Okay, ich muss gerade gucken, wo ich hingucke. Ich muss gucken, wo ich hingucke. Ja. Jo, jo, jo. Oh ne, das ist echt jetzt irgendwo hier im... hier irgendwo. Alles Röhren-Game haben wir eigentlich schon hinter uns. Behaupte ich. Ist da irgendwas Neues drin? Weil das ist ja ein Blockmond-Ding. Das heißt, den hätte ich damals noch gar nicht holen können. Ich guck mal einfach rein hier. Aha. Das ist neu, ne? Die Tatsache, dass hier auch was sein kann, finde ich schon ein bisschen frech, um ehrlich zu sein. Das war's, ne? Ja. Okay. Aber haben wir wenigstens... Oh, oh. Ich bin gleich tot. Haben wir wenigstens ordentlich was hier tatsächlich im Seeland gefunden, ne? Da kann man sich echt nicht beschweren. So, jetzt haben wir nämlich alle abgehakt, tatsächlich. Wir haben tatsächlich alle Dinge ins Mond. Jetzt fehlen auch nur noch 10 Stück. Geil. Ja, einen kennen wir natürlich, ne? Das Volleyballspielchen. Aber gut, ja, die anderen jetzt finden, das ist auf jeden Fall ein bisschen Glückssache. Leider. Weil, naja, keine Ahnung, ich habe halt keine Hinweise. Meine ich. Also vielleicht habe ich noch irgendwas gesehen, wo ich hingehen wollte, ich habe es vergessen. Möchte ich nicht ausschließen an der Stelle. Ich würde jetzt echt gerne noch die 3 Münzen finden, das wäre auf jeden Fall so richtig geil jetzt, aber... Ja, auch da mache ich mir jetzt wenig Hoffnung, um ehrlich zu sein. Die waren wir, glaube ich, auch schon mal drin, aber vielleicht ist hier nochmal irgendwas Tolles. Oh. Nö. Nö. Boah. War kaputt gefahren. Danke. Hier leuchtet's. Ah, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Wahrscheinlich auch schon in der Folge. Mario, mach bitte die Arschbombe. Danke. Hat er nichts gemacht.
Ah ja, einer der Vögel fehlt noch, stimmt. Den habe ich, oder den? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwann habe ich ja vorhin aus Versehen halt gefunden. Also habe ich aus Versehen berührt. Aber eigentlich, ne, mit den Fliegeviechern hier, sollte es ja eigentlich gar kein Problem sein, die zu bekommen. Ja, den habe ich vorhin erwischt. Relativ sicher. Ja. Aber irgendwo war ja noch einer, ne? Huch. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich mich verletzt habe. Wo habe ich denn den anderen vorhin nochmal gesehen? Da hinten irgendwo, glaube ich, ne? Beim. Wobei, das war dann wahrscheinlich auch der, ne? Hier irgendwo, glaube ich. Das war dann wahrscheinlich der gleiche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja gut, was sagt die Uhr? Wir haben jetzt 10 Minuten. Ja, weiß nicht. Fällt mir noch irgendwas ein, was wir hier tun könnten? Nicht so wirklich. Könnte ich über nochmal raufgehen. Was sind da hinten eigentlich? Hier hinter war ich irgendwie noch gar nicht, glaube ich. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Die Höhle da zum Beispiel. Aha. Warte mal. Aber hier hinter ist dann schon eher so irgendwann auch tot, oder? Ja, und die bare Wand. Ja, die Münzen haben wir. Ach ja, naja, ich erinnere mich. Richtig, richtig, richtig. Das haben wir dann auch schon erledigt. Samen schon fertig, haha. Nö. Man merkt vielleicht, dass ich jetzt den Rest der Folge einfach nur noch hier irgendwie, keine Ahnung, Zeit totschlagen möchte, ein bisschen. Ja, wieder mit dem hier sprechen, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Versteckt im Abseits. Wow. Da ist ein Hinweis. Der hilft mir bestimmt weiter, Kappa. Zählt irgendwie kürzer, als man denkt. Ja, komm, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir verlassen die Welt dann doch wieder. Hat Spaß gemacht. Okay. Das war ein Tod. Gut, ich bin wieder hier. Ich würde eigentlich nochmal eben schnell meine Monde abgeben, aber gut, können wir auch nächstes Mal machen. Ist doch auch kein Problem. Ja, gut, ne? Aua. Ja, wir haben auf jeden Fall 31 Stück gefunden. Ist doch eine nette Zahl eigentlich. Jetzt fehlen ja auch nur noch... Ja, immer noch 10. Gut, einer davon ist das Gemälde. Einer davon ist, das Volleyballspiel, genau. Ja, dann 8, keine Ahnung. Wir haben noch einige, das ist auch schön. Gut. Dann sage ich, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht's in die nächste Welt. Wir geben dann die Monde ab und ja... Mal Luki machen, was dann so kommt. Da kommen wir als nächstes nochmal. Ich hab's vergessen. Nicht Bowser's Land. Was kam davor nochmal? Ich hab's vorhin noch gesagt. Ich hab's wieder vergessen. Schlemmerland, richtig. Ach, das Ruinenland kommt ja auch noch. Da gibt's nur einen Mond noch. Wow. Na gut. Wie dem auch sei, ne? Leider 3 Münzen fehlen. Ja, leider letzten Mal immer nicht geschafft, alle Münzen zu bekommen. Hierbei haben wir und dann, wurde schlecht leider. Naja. Gut, bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao.